So, liebe Bilderbahn-Freunde, jetzt kommt Teil 2 unserer Berichterstattung hier von der Nürnberger Spielwarenmesse. Und ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Spaß. Liebe Bilderbahn-Freunde, nun freue ich mich wieder ganz besonders, Ihnen die Firma NMJ hier auf der Internationalen Spielwarenmesse Nürnberg vorstellen zu dürfen. Und mein Gesprächspartner schon seit 3 Jahren ist wie immer Finn Mu. Und ich freue mich auch wieder, ihn diesmal zu sehen und dass er uns die Neuheiten hier vorstellen möchte. Vielen Dank, ich freue mich auch. Ja. Dann habe ich mir sagen lassen, kleinen Gespräch im Vorfeld, dass Sie ja schon seit 34 Jahren hier auf der Messe sind. Stimmt. Als Newcomer angefangen haben, von der Modellbahnindustrie nie so richtig ernst genommen worden sind, auch vor allem vom deutschen Publikum. Und seit 5 Jahren geht es so richtig vorwärts bei Ihnen. Ja, das stimmt. Wir waren hier das erste Mal in 81. Wir waren als Schuhschauer und dann in 84 haben wir ein Regalplatte in einer Vitrine gehabt und dann haben wir eine ganze Vitrine und dann haben wir einen halben Stand gehabt und am Ende in 94 haben wir den Stand völlig übernommen und seitdem stellen wir jedes Jahr hier aus. Das spricht von der Qualität der Fahrzeuge und auch, dass Sie das deutsche Publikum überzeugt haben, mal auf eine etwas andere Eisenbahn als das gewohnte deutsche Bild umzusteigen, denke ich mal. Denke ich auch. Wir haben viele Kunden mit der Zeit gekriegt. Also wir haben einen ganzen Kreis von Kunden. Wir haben mit der Zeit langsam ein Händlernetz aufgebaut, das uns gut bediene. Und mit ganz großem Stolz sage ich, ich kann überall in Deutschland und auch in Österreich und in der Schweiz NMJ-Modelle in den Geschäften finden. Das ist was Besonderes, finde ich. Das finden wir auch ganz toll, dass das so ist. Ja, lieber Finn Mu, nun wollen wir mal ins Eingemachte gehen, in die Neuheiten. Ja. Ein ganz wichtiges Thema bei Ihnen, das sieht man auch im Regal, ist die NoHub. NoHub ist ein Kultlokomotiv. Zudem ist es mein Lieblingslokomotiv. Und dafür stehe ich hier zum 5. Mal mit einer NoHub-Reihe in der Vitrine. Aber diesmal wollte ich die endgültige Kunststoffmodelle machen. Zugänglich für alle, von alle Varianten. Wir machen dänische, norwegische, ungarische, belgische, luxemburgische. Wir machen alle Varianten mit 8 verschiedenen Lokomotivkasten mit eigener Formbahn für alle Varianten. Ganz einmalig. Das denke ich nämlich auch. Also es ist nicht nur 815-Modell, nur umlackiert, sondern jedes Modell jeder Bahnverwaltung hat genau diese Eigenart oder so, wie sie aussieht. Ja, gerade das wollte ich nachbauen. Die endgültige nur machen. Das war mein Traum. Man sieht es an Ihrem Lächeln, dass Sie sich wirklich sehr drüber freuen. Ja. Dann haben wir als weitere Neuvorstellung Dampflokomotiven, eine holländische, die haben wir ja weiter oben im Regal, ja. Beziehungsweise 2 schwedische Maschinen. Was ist das? Das ist eine schwedische Erzbahnlokomotiv von einem Privatbahnunternehmer, ganz berühmt in Mittelschweden, TGUJ. Die machen da Erztransporten von Mittelschweden nach Ostküste. Und nach dem Krieg hatte Holland Lokomotiven gefällt. Und die haben auf die Schnelle von NoHub, nochmal ein NoHub. Ja, und dann haben sie auf die Schnelle die Reihe 3700 von NoHub bestellt. Und die waren in 46 abgeliefert für Linksfahren und mit größeren Tender, aber gleiche Baureihe. Und da haben wir dieses Projekt zusammen mit Philotrain gemacht, ein alter Zusammenarbeitspartner, mit dem wir uns wieder freuen, eine Zusammenarbeit zu haben. So, jetzt stehen wir vor der Vitrine, eigentlich vor einem Spur-Null-Modell. Ja. Es ist ja was ganz Beeindruckendes und es steht auch dran, dass es neu ist. Ja, das betrifft diese Abteil Gepäck- und Schaffnerwagen. Ja. Endlich mal ist das auf die Bühne gekommen. Und das ist notwendig. Jeder norwegische Zug hat einen Gepäck- und Schaffnerwagen. War schon geregelt von Gewerkschaften und der NSB. Und das muss da sein. Und diese Gepäckwagen, frage ich jetzt mal ganz ketzerisch, gibt es heute noch? Ich meine, bei der Deutschen Bahn fallen sie ja langsam weg, aber in Norwegen bzw. in Schweden soll es das noch geben. Ja, die gehen auch langsam weg in Norwegen. Die Entwicklung ist auch mehr und mehr Triebzüge und dann ist nur ein geschaffener Abteil und kein Gepäck wird nicht mehr transportiert. Also die gleiche Entwicklung überall, leider.
Wobei ich immer sage, das war der Inbegriff des Reisens. Das war doch so schön, wenn der Schaffner noch die Koffer sortiert hat und man so persönlich betreut worden ist, was so leider Gottes heute so ein bisschen verloren geht. Ja, genau, und dann konnte man aussteigen, im Bahnhof aussteigen und dieses Spektakel ein bisschen anschauen und mit den Leuten ein bisschen reden. Alles weg, 30 Sekunden, dann geht's weiter. Jetzt wollen wir nicht weiterlästern in den alten Bahnschwelgen, wie schön es früher war. Aber es war tatsächlich so. Aber wir gehen jetzt mal in den Nullbereich. Ja. Auch haben Sie hier ebenfalls wunderschöne Wagen, die mit Holz beladen sind. Ist ja typisch für Norwegen und Schweden. Ja, Norwegen, Schweden, auch Finnland dabei natürlich. Das ist Holz. Holz und Erz. Davon leben wir da oben. Und ein bedeutendes Bestandteil von unseren Transporten auf der Eisenbahn ist Holz. Und jetzt geht es langsam, diese große, lange Ganzzüge mit Holz von verschiedenen Bahngesellschaften. Und das ist wichtig. Also da müssen wir auch Wagen dafür liefern, natürlich. Ja, im H0-Bereich ebenfalls, in Ihrem Produktbereich Superline, drei wunderschöne Güterwagen in Messing, die auch wirklich hervorragend detailliert sind. Wann sind denn die eigentlich gelaufen? Das muss ja so in den 20er Jahren gewesen sein. Ja, früher. Die haben angefangen 1896 diese Wagenreihe zu bauen. Bis 1929 waren die gebaut und bis 1968 in Normalbetrieb. Das heißt, die waren fast 60 Jahre in Betrieb, mehr als 60 Jahre in Betrieb. Und da war viel gebaut und ein typischer Bestandteil von norwegischen Zügen war diese Wagen. Also ich muss sagen, wunderschön anzuschauen. Jetzt machen wir mal einen riesen Zeitsprung. Jetzt gehen wir mal zu einer E-Lok, die heißt 11B. Was ist denn das? 11B ist eine Elektrolokomotive, eigentlich ein RDE44 Typ 1 von 52, von einer Tochtergesellschaft von Brandbovere in Norwegen gebaut. Und dann diese 11B kam in den 60er Jahren, also eine Zusatzbestellung mit Multiple-Kontakt da vorne und war in die Hauptlinie eingesetzt für alle möglichen Züge, Expresszüge, Personenzüge, Güterzüge. Wie schnell waren die? Oh, die waren nur 105 Kilometer schnell. Die ging nicht so schnell voran in Norwegen, wir haben schlechte Schienen. Und das war es. Das war ausreichend. Die Wagen hatte sowieso nicht mehr geleistet und das war es. Das war nicht mehr als notwendig. Sagen wir es doch mal diplomatisch, man hat einfach mehr Zeit in Reisen in Norwegen. Das stimmt schon. Und das war sehr kurvenreich und man konnte öfter mal nicht mehr als 70 fahren, also auf das Schienennetz. Nicht nur auf der Schiene, sondern auch auf der Straße. Kann ich mich erinnern, als Autofahrer in Norwegen steht oft die 70. Das dauert eine Weile, das ist schon klar. Sie hatten im vergangenen Jahr vorgestellt, beziehungsweise ich glaube, das war schon vor 2 Jahren, dass Sie sich auch mit Häusermodellen befassen. Wie bitte? Mit Häusermodellen. Ja. Das war eine große Nachfrage. Es gibt nicht bei den Großherstellern in Deutschland keine norwegischen Häuser. Also gab es sich selbst, wir müssen was damit machen. Aber Sie stellen jetzt vor ein Modell im Schweizer Stil. Ja, war sehr in der nationalromantischen Periode in Norwegen, Ende 18. Jahrhundert. War dieser Drang zum Selbstständigkeit und das kam zum Ausdruck in diesem Schweizer Stil. Das war in Norwegen adoptiert, ein bisschen geändert. Und das war ein sehr typischer Haustype mit viel Holz, wie sagen Snäckegläder, Holzschneiderei. Wunderschöne Häuser, teilweise zerstört wegen Modernisierung. Heutzutage werden die wieder zurückrestauriert in den Originalzustand. Das ist eine bedeutende und sehr schöne Hausserie. Wollten wir machen. Natürlich. Ich habe immer gedacht, die Schweden und die Norweger bauen ihre traditionellen Häuser. Aber ich habe mich jetzt gerade eines Besseren belehren lassen, dass auch Schweizer Elemente sozusagen in Norwegen eingebaut worden sind. Das gibt eine Verbindung zwischen Schweiz und Norwegen. Wir bauen mit Holz. Wir sind ein Gebirgsland. Und dadurch steht eine Sympathie. Und wir haben dann Elemente von der Schweiz aufgenommen in unsere Architektur. Klar. Also würde ich sagen, ein Grund mehr nach Norwegen zu reisen. Auch Sie mal zu besuchen, Herr Finn Mu. Gerne. In dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für diese interessanten Neuvorstellungen, die Sie ja auf der Nürnberger Spielwarenmesse bereithalten. Und ich freue mich auf alle Fälle auf ein nächstes Jahr. Vielen Dank. Ich auch. So, liebe Modellbahnfreunde, wenn Sie schon immer auf der Suche nach einem Dampfhammer waren, werden Sie garantiert bei Auhagen fündig. Und damit begrüße ich an meiner Seite ganz herzlich Michael Hofmann,
Ja, Herr Hoffmann, wie ist das nun mit dem Dampfhammer? Ja, wir haben einen Dampfhammer in unserem Neuheitenprogramm, der natürlich passend auch zu unserem Baukastensystem ist, aber auch zu jedem anderen Industrieprojekt natürlich genutzt werden kann. So, und weil wir gerade beim Industrieprojekten sind, die Maschinenfabrik August Hagen ist ja nach wie vor aktuell im Lieferprogramm. Die wird jetzt praktisch durch Zurüstteile oder bestimmte Dinge vervollständigt. Und da habt ihr euch dieses Jahr einem Thema gewidmet, dem innerbetrieblichen Transport. Das ist ebenfalls auf Wunsch vieler Modellbahnfreunde zustande gekommen, die sich für die Industrieausstattung viele Szenen gewünscht haben und natürlich dazu das gewisse Ausstattungsmaterial, sodass wir hier vom innerbetrieblichen Transport sprechen, wo man natürlich auch diesen innerbetrieblichen Verkehr durchführen kann, indem man nämlich Stückgut von einem Ort zum anderen transportieren kann. Da gehören sicherlich nicht nur die vielen Transportkisten oder Transportbehältnisse, die er herstellt, sondern da gehören ja auch sicherlich dann noch Elektrofahrzeuge, Wagen und Ähnliches dazu. Ja, wir haben zwei Tafelwagen und einen Stapler dabei, das sicherlich alles nur Attrappen sind, aber man kann hier doch vorbildgerecht den innerbetrieblichen Transport darstellen. Wollen wir aber auch bei dem Dampfhammer davon reden, ist auch im Grunde genommen nur eine Attrappe. Das ist ebenfalls nur eine Attrappe, aber ich glaube, hier kann man sehr viele Dinge darstellen. Ein Dampfhammer war ja oder wurde genutzt, um Achsen zu schmieden, Gelenkwellen und vieles mehr und hat aber auch in einem BW seine Berechtigung. Ich gehe mal davon aus, dass das eben gesagt und angeboten sicherlich auch bei vielen Modellbahnfreunden, weil es ja auch der Wunsch war, gut ankommt. Was auch sicherlich gut ankommen wird und muss, ist ja eine Tankstelle für die Feldbahn. Unsere Feldbahn-Set, eine Neuheit aus dem vergangenen Jahr, ist so erfolgreich angelaufen, dass wir uns entschlossen haben, dass wir auch hier für die Feldbahn einen kleinen Lokschuppen mit Tankstelle als Neuheit vorstellen, wo auch ganz nette, niedliche Ausstattung dabei ist mit den Dieselfässern und auch kleinen Ölkännchen. Ich glaube, auch da lässt sich die Feldbahn ganz toll gestalten. Ich denke auch, wir haben das ja auch schon auf dem Bild vorher gesehen, es ist so liebevoll mit so vielen Details auch ausdekoriert. Und wir grüßen an dieser Stelle mal euren Menschen, der das Ganze zusammenbastelt, der auch immer wieder eine Bierkiste mit hindrapiert, denn die Lok- und Lokomotivführer haben auch nach Feierabend Durst, die mussten ja auch mal was trinken. Ja, man muss nicht nur Lokomotiven und Gestänge ölen, sondern sicherlich auch die eine oder andere Kehle. Und unser Dioramenbauer hat sich das so als kleinen Gag immer so einfallen lassen, dass auf jedem Diorama, auf jeder Anlage irgendwo eine Kiste Bier versteckt ist. Das klingt schon mal richtig gut. Da möchte ich gerne an dieser Tankstelle arbeiten. Okay, kommen wir jetzt zu TT, zu den Neuheiten. Da ist etwas ganz Interessantes bei euch da, das sogenannte Behelfsstellwerk. Für die TT-Bahner haben wir ein Behelfsstellwerk als Firmenneuheit auf den Markt gebracht. Und ich glaube, das ist etwas, was auf jeder Anlage irgendwo noch Platz findet. Und ich denke, es ist uns auch ganz gut gelungen, ein interessantes Behelfsstellwerk hier vorzustellen. Genau. Und ich meine, für mich ergibt sich jetzt immer nur die Frage, wie kommt dieses Stellwerk auf dieses Gemäuer? Aber gut, das wird das Geheimnis derjenigen bleiben, die das früher so gebaut haben. Im TT-Bereich gibt es ebenfalls wieder eine Erweiterung im Hausbau, der sogenannte Markt 4. Ja, unsere Stadthausserie, die haben wir fortgesetzt und bieten ab diesem Jahr unser Stadthaus Markt 4 an. Und ich glaube, die TT-Bahner haben jetzt die Möglichkeit, sich auch interessante Straßenzüge auf ihren Anlagen zu gestalten. So, dann kommen wir mal zu den N-Bahnern. Und das war ja auch das Stichwort im Anlagenbetrieb. Die Fahrzeuge fahren ja nicht nur über Brücken und immer in der Ebene, die müssen auch immer in einem Berg verschwinden. Und da habt ihr zwei wunderschöne Tunnelportale. Wir haben für die N-Bahner ein eingleisiges und ein zweigleisiges Tunnelportal in unserem Neuheitenprogramm aufgenommen. Und ich denke, dass die N-Bahner sich auch darüber freuen werden. So, und neben den Tunnelportalen gibt es ja ebenfalls noch eine sehr interessante Neuerscheinung. Ja, wir haben für unsere N-Bahner eine Firmenneuheit dieses Jahr im Angebot, und zwar eine Fabrik.
Und ich glaube, die ist ganz interessant gestaltet mit einem Querverbinder, mit Industrieschornstein. Und sie hat auch eine gewisse Affinität zu unserem Baukastensystem. Aber ich möchte auch an dieser Stelle sagen, es ist ein Einzelmodell und kein Baukastensystem in N. Das würde N-Bahner wirklich sehr freuen. Ich möchte aber gerne nochmal auf mein persönliches Steckenpferd zurückkommen. Ein Baukastensystem in H0. Gibt es da wesentliche Erweiterungspunkte oder irgendwas Neues noch, was man anbieten könnte? Wir haben in unserem Baukastensystem dieses Jahr keine großen Neuheiten, sondern wir hatten uns, wie anfangs besprochen, auf die Industrieausstattung festgelegt. Es gibt aber selbstverständlich Erweiterungsbausätze bzw. Die Ausstattungsbeutel, die Beutel, die da bekannt sind, wo man ganz tolle Sachen auch noch erweitern und ergänzen kann. Und werden sehen, was uns dann das nächste Jahr bringt. Das war das Wort zum Sonntag, sage ich immer, das Abschlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich, lieber Michael Hoffmann, für diese Auskünfte, wünsche Ihnen für die Messe noch alles Gute und gute Geschäfte und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank. Dankeschön. Die Marke Lemke ist für viele Modellbahnfreunde sicherlich zu einem kleinen Inbegriff geworden für das oder das eine andere besondere Modell. Und Marcel Hagemann wird so freundlich sein, uns die Neuheiten der Firma für dieses Jahr vorzustellen. Wir fangen mal mit dem Bereich N an, mit der Kleinstspur. Wir arbeiten uns mal von unten nach oben. Was können Sie uns im Bereich N denn vorschlagen? Gerne. Dieses Jahr fangen wir an mit dem Zürich, Paris, Hongkong Orient Express. Ein ziemlich aufwendiger Zug, inklusive aufwendiger Lizenzgebung der Orient Express bzw. der SNCF und Waggon Li Unternehmen. Wir machen den Zug 15-teilig, so wie er gewesen ist, so wie er gefahren ist, direkt komplett in einer Einheit. Die beiden Restaurant- bzw. Speisewagen sind mit Tischbeleuchtung ausgestattet. Die Wagen sind in 19 Tagen 15.000 Kilometer gefahren. Das ist das Besondere an den Wagen bzw. an der Reise. Das soll erst bei einer, heute nachmachen. Ja. Ne? Orient Express bedeutet ja Mystik, Reiselust, Abenteuerlust. Ja, und das nehmen wir uns gerade zu Herzen. Also wir haben ja auch schon Erfahrung bzw. Material an CVL-Artikeln gesammelt, dadurch, dass wir den in H0 bzw. in Spur N auch in ähnlicher Form machen, halt eben nur als Ostende Wien. Dieses Jahr aber auch schon dann auch direkt lieferbar in Zusammenarbeit mit Kato. Wird circa im Sommer ausgeliefert. 15-teilige Garnitur in einem Geschenkset inklusive kleiner Überraschung für den Kunden. Also eine kleine Geschichte, die ja eigentlich der Veröffentlichung bisher verwehrt geworden ist. Das wäre? Ja, da sind ein paar Bilder dabei, die von einem Mitfahrenden geschossen worden sind, die damals auf gar keinen Fall eigentlich hätten gemacht werden dürfen. Also damals Russland, man kennt die Geschichte. Ja. Bilder veröffentlichen, nein. Also ist das was ganz Besonderes? Das ist was sehr Besonderes. Das sollte eigentlich, also jeder CVL-Fan sowieso, also davon gehen wir stark aus, dass da ein großer Hype drauf kommen wird. Dass, und jeder eigentlich, der dadurch, dass er auch durch Deutschland gefahren ist, das heißt über Aachen, Köln, Berlin, auch gezogen von unserer dann auch neu angekündigten Baureihe 110, Artikelnummer H2830 mit Facelift, die Lok gezogen hat, ist das halt ein perfektes Set für den N-Bahner. Also haben wir jetzt auch schon die passende Lok dazu genommen. Dankeschön, dass Sie mir jetzt die Frage abgenommen haben, finde ich ganz toll. Klarer Fall, wird Ihre Liebhaber finden, bin ich ganz fest davon überzeugt. Davon gehen wir aus, ja. Dann haben wir noch eine besondere Diesel-Lok, die Baureihe V36. Richtig, die V36 haben wir auf Wunsch unserer Kunden gemacht, dadurch, dass wir den VT36.5 in Spur N erfolgreich dieses Jahr bzw. letztes Jahr hergestellt haben, wurde auch zum Modell des Jahres letztes Jahr, vielen Dank dafür. Haben wir natürlich auch aufgrund dessen, dass viele Endverbraucher uns darum gebeten haben, den Steuerwagen, also den VS145 als unmotorisierte Variante als Set anzubieten. Passend dazu dann die V36, erklärt sich von selber. Die Steuerwagen bzw. die motorisierte Einheit wurde damals im Krieg oder zu Kriegszeiten dafür genutzt, Geschütz oder Ähnliches zu bewegen. Die wurden dann natürlich zerbombt. Die Steuerwagen wurden dann als Personenwagen, als Ergänzung genutzt und die V36 als Beispiel hat die Steuerwagen gezogen. Also passend dazu. So waren sie auch in der klassischen Zusammenstellung und genau. Auch viel Bildern immer wieder zu sehen.
Dann wechseln wir mal ganz schnell die Seiten. Wir gehen nach Frankreich. Da gibt es auch ein sehr interessantes Fahrzeug, was Sie da anbieten. Einen Kleintransporter, der auch wirklich sehr neckisch aussieht. Ja, unsere Wellblechkiste, wie man sie auch so nennt. Der VW T2 der Franzosen bzw. der Benelux-Länder. Also das ist ein Modell, was wir... was kommen musste, sage ich mal. Ja, also wir sind mit unseren Minis in Deutschland, also auf dem deutschen Markt, schon sehr bekannt. Die Enverner lieben unsere Minis, ja, die Qualität spricht für sich. Und wir müssen natürlich mit unseren Minis nicht nur Deutschland erobern, sondern auch die Franzosen. Ja. Also auch in unser Nebenausland, sage ich jetzt mal. Und das schafft man halt eben nicht mit unseren deutschen Fahrzeugen, sondern halt eben mit so einem VW T2 der Deutschen mit der Citroën HY. Also ein sehr interessantes, schönes Fahrzeug. Ja. Jetzt gehen wir wieder zurück nach Deutschland in den Güterverkehr. Und dann gibt es ja diese großen, starken Diesellokomotiven, die Classic 6 bzw. 77. Ja, die machen wir in TT, ganz neu. Also das ist der Maßstab, den sich unsere Kunden im Ostbereich gewünscht haben natürlich. Wir sind seit Anfang der Leipziger Hobby- und Spielmesse vor Ort, also das war 1991, glaube ich, war unsere erste Messe dort, waren der Erste, der mit dabei war und waren jedes Jahr da. Und unsere Kunden, ja, die fragen uns jedes Jahr, macht bitte was in TT. Ja, und dem kommen wir jetzt nach mit der Classic 66 Class 77. Die haben wir schon erfolgreich in N mit Kato und H0 mit Mehano zusammen produziert. Die Containertragwagen, da kennen wir uns auch aus. Und ja, wir hoffen mit der Herstellung von Modellen in TT natürlich auch mehr in diesen Bereich einzurücken und dem Endverbraucher bzw. dem Endkunden damit einen gewissen Spaßfaktor zu gönnen. Ja. Extra keine DR-Modelle gemacht, weil wir wollen da mehr die heutige Zeit, die heutigen Kunden damit aufschnappen. Das ist ja eigentlich auch ein sehr löblicher Gedanke. Man orientiert sich ja sicherlich auch an den heutigen Fahrzeugen, die man auf der Schiene da sieht. Dann kommen wir mal zum H0 Wechselstrombereich. Das ist ein ganz lustiges Fahrzeug, was Sie da auf die Schiene stellen. Ja, die Drasine, die kleine KLV-12. Das ist ein Modell, also wir haben es letztes Jahr ja angekündigt, auch letztes Jahr natürlich auch geliefert in Gleichstrom natürlich und mit Beleuchtung auch. Ich kann es gar nicht sehen, wie viele Leute uns angerufen haben. Bitte macht das Modell in Wechselstrom. Bitte, bitte, bitte. Und wir können dann natürlich nicht anders sein und sagen, ja komm, machen wir. Dafür sind wir jetzt hier und machen das Modell dann natürlich in Wechselstrom. Ja. Und haben da lange dran rumgetüftelt, lange auch probiert. Also es war wirklich eine intensive Arbeit und sehr zeitintensiv. Aber wir haben es hingekriegt. Also das Modell fährt wunderbar, ja, auf Wechselstrom und wird dann, denke ich mal, auch... im Sommer, Spätsommer lieferbar sein. Anders natürlich auch die Farbvarianten, also die grüne Siemens-Drasine und halt auch das Schweineschnäuzchen. Ja, das gehört dazu. Auf alle Fälle sehr interessante Fahrzeuge und auch sehr lustige Namen. Dann bieten Sie im H0 noch Containertragwagen an, ich sag mal so für den durstigen Mann. Richtig, das sind die bekannten Containertragwagen, die man von Mehano kennt, also auch gewohnte Mehano-Qualität. Das sind Tankcontainer. Aufhänger ist für uns dann natürlich Warsteiner, die wir auch wieder auflegen. Dadurch, dass sie halt ziemlich schnell ausverkauft waren, machen wir nochmal die 40 Fußcontainer in H0 im Warsteiner-Look und auch passend dazu die G2000 auch natürlich im Warsteiner-Look, sodass das alles so ein bisschen zusammenpasst. Das versuchen wir immer, dass der Endverbraucher nicht noch irgendwo anders irgendwas anderes kaufen muss, sondern mit unseren Produkten die Schiene füllen kann. Ich denke, das ist auch eine sehr interessante Lösung, die sie anbieten. Als kleines Highlight zum Schluss eine Viersystem-E-Lokomotive, die Baureihe 541. Ja, eher bekannt bei den meisten unter Baureihe 1216 bzw. 1116 von einer Marketingagentur, eher von RailAd. Die sind eigentlich dafür zuständig gewesen, die Loks nur zu bedrucken bzw. das Design zu erstellen. Aufgrund dessen, dass der Markt das nicht hergegeben hat, genau diese Lok, also diese Baureihe 541 zu machen, genau diese Lok, hat sich natürlich RailAd gedacht, wir haben die Konstruktionszeichnung eigentlich, wir haben alles drum und dran, wir haben die fähigen Leute dafür, also machen wir natürlich auch die Lok. Und das haben sie dann auch gemacht, erfolgreich, die Lok ist wunderschön geworden. Seit letztem Jahr haben wir den Vertrieb dafür in Deutschland übernommen. Und dieses Jahr gibt es ja natürlich weitere Farbvarianten wie die Scotch oder die Cobra Lok. Letztes Jahr frisch ausgeliefert die Leonardo da Vinci Lok mit ihrer speziellen zwei Seiten und dem speziellen Leonardo Code. Ja gut, wir haben es natürlich auch in Spur N gemacht. Es lohnt sich dann natürlich, damit RailAd zusammenzuarbeiten. Aber freuen uns auch umso mehr, dass so ein schönes H0-Modell auf dem Markt ist. Und ich muss ehrlich zugeben, in der Vitrine diese bunte Vielfalt dieser Maschinen da stehen zu sehen, ist wirklich ein echter Hingucker.
Ja, dann stellen Sie sich mal vor, Sie hätten die ganzen Lok auf Ihrer Anlage stehen. Aha. Ein farbenfrohes Meer, ja. Gut, ich werde es dir zu Herzen nehmen. Lieber Marcel Hagemann, vielen Dank für das kurze, knackige Gespräch, die Neuheiten der Firma Lemke vorzustellen. Ich freue mich nochmal ganz besonders, mit Ihnen gesprochen zu haben. Sie sind auch unser eigener Gesprächspartner bisher gewesen. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Ja, vielen Dank Ihnen für die Zeit, dass Sie uns die Möglichkeit geben, uns hier zu präsentieren im Online-Kanal. Und ich freue mich auch nächstes Jahr wieder auf Sie. Ich hoffe, dass Sie wieder am Start sind. Ich bin dabei. Alles klar, vielen Dank. Das war Teil 2, liebe Zuschauer, hier von der Nürnberger Spielwarenmesse. Und da wir so viel Material hier gedreht haben, lassen wir doch glatt einen dritten Teil nachfolgen. Und den sehen Sie dann nächste Woche. Bis dahin verbleibe ich hier, Frank Buttig.